In vielen deutschen Haushalten werden Haustiere gehalten. Kein Wunder, denn die kleinen Racker gehören zu den süßesten und angenehmsten Arten, seine Zeit zu verbringen. Vor allem Hunde und Katzen haben besonders viel Liebe zu geben und gehören daher zu den beliebtesten Haustieren. Falls du es jedoch lieber exotisch magst, haben wir heute für dich eine Liste mit außergewöhnlichen Tieren zusammengestellt, die man als Haustier halten kann. Manche mögen zwar nicht für jedermann geeignet sein, dennoch sind sie allesamt auf ihre eigene Art und Weise süß und können auch in Deutschland als Haustiere gehalten werden. Der Einsiedlerkrebs. Du hast mit Sicherheit schon einmal von diesem kleinen Krebs gehört. Vermutlich hast du ihn bei einem Urlaub am Strand sogar auch schon mal gesehen. Das Besondere an ihnen ist, dass sie sich leere, ungenutzte Schneckenhäuser, Muschelschalen oder auch vom Menschen zurückgelassenen Müll suchen, um dieses Fundstück fortan als ihr Heim mit sich herumzutragen. Wächst der Krebs, benötigt er ein neues, größeres Haus und sucht sich ein solches. Wenn du Interesse an Einsiedlerkrebsen als Haustiere hast, solltest du dir ein kleines Terrarium zulegen. Die Größe von 60 x 40 cm ist ausreichend, um eine kleine Gruppe von 2 bis 4 Krebsen zu halten. Sie benötigen sowohl Salz als auch Süßwasser und zahlreiche Beschäftigungs- und Klettermöglichkeiten. Das Kapuzineräffchen. Hast du als kleines Kind Pippi Langstrumpf geliebt? Wolltest du auch schon immer mal so einen Affen wie sie haben? Ja, warum denn nicht? Grundsätzlich ist zwar zu sagen, dass ein Affe ein wildes Tier ist und in einer Wohnung nichts zu suchen hat, doch Kapuzineraffen sind sehr gesellige Tiere und fühlen sich insbesondere in der Gesellschaft von Menschen sehr wohl. Selbstverständlich muss man als Halter versuchen, dem Affen so gut wie möglich das natürliche Umfeld nachzustellen. Das heißt, dass der Affe wild in der Wohnung herumtoben darf und zahlreiche Möglichkeiten zum Klettern, Schwingen und Spielen geboten sind. Allerdings sind die Affen meist ihr ganzes Leben nicht stubenrein. Das Tragen von Windeln kann hier jedoch Abhilfe verschaffen. Falls du einen Kapuzineraffen als Haustier haben möchtest, solltest du dich jedoch im Vorfeld bei den passenden Stellen informieren, welche Genehmigungen dafür vonnöten sind. Der Wickelbär. Wenn du noch nie etwas von einem Wickelbären gehört hast, der kleine Bär stammt aus Süd- und Mittelamerika, ist nachtaktiv und wird gelegentlich für sein Fell gejagt. Wenn Wickelbären schon als Jungtiere den Kontakt mit Menschen kennenlernen, werden sie zahm und zutraulich. Sollten die Tiere jedoch bereits ausgewachsen sein, werden sie sich nie richtig an den Menschen gewöhnen. Auch bei der Haltung eines Wickelbären sollte auf genügend Klettermöglichkeiten geachtet werden. Einen großen Teil seiner Zeit verbringt der Wickelbär auf der Suche nach Fressen. Als Nahrung bevorzugen die kleinen süßen Tierchen Früchte und Insekten. Seltener wird auch mal ein Vogelei verputzt. Wirklich wählerisch sind die Wickelbären nicht, doch im Zusammenleben mit den Menschen kann es vorkommen, dass sie besondere Vorlieben für eine bestimmte Nahrungsart entwickeln. Der Kronengecko. Ein Reptil der besonderen Art ist der Kronengecko. Die kleinen Echsen können braun, grau, gelb oder sogar rötlich gefärbt sein. Auch verschiedene Musterungen können auftreten. Zwar ist es inzwischen verboten, Kronengeckos aus ihrem heimatlichen Gebiet in Neukaledonien zu exportieren, doch zahlreiche Altbestände werden vielerorts zum Züchten verwendet. Dementsprechend ist ein Kronengecko mit nur etwas Suchen leicht zu finden. Falls du einen Kronengecko als Haustier haben möchtest, solltest du dir ein artgerechtes Terrarium zulegen. Informiere dich darüber, welche Einrichtungen dieses aufweisen sollte und welches Futter von der jeweiligen Untergattung des Geckos bevorzugt wird. Bevor du dich jedoch endgültig für einen süßen Gecko entscheidest, solltest du wissen, dass diese erstaunlich alt werden können. Im Terrarium gehalten liegt die Lebenserwartung von Kronengeckos bei über 20 Jahren. Der Kurzkopfgleitbeutler. Der deutsche Name kann nicht verdeutlichen, wie süß diese kleinen Tiere eigentlich sind. Im Englischen werden sie jedoch... Dabei handelt es sich um kleine Beuteltiere, welche mit ihren Flugmembranen für kürzere Strecken durch die Lüfte gleiten können. Ursprünglich stammen die Kurzkopfgleitbeutler aus Australien. Bei der Haltung von Sugargleitern ist darauf zu achten, dass es sich bei ihnen um nachtaktive Tiere handelt. Sie ernähren sich vor allem von Baumsäften. Sie lieben Gesellschaft und benötigen viel Beschäftigung. Ihre scharfen Krallen können Möbel binnen kürzester Zeit jedoch in Kleinholz verwandeln. Dennoch gehören sie zurzeit zu jenen Tieren, welche sich immer größere Beliebtheit als Haustiere erfreuen. Kein Wunder, betrachtet man diese süßen Kulleraugen. Wie auch bei den meisten anderen exotischen Haustieren, sollte man auch vor der Anschaffung eines Kurzkopfgleitbeutlers bei den entsprechenden Stellen anfragen, ob eine Genehmigung zur Haltung notwendig ist. Die Dosenschildkröte. Diese aus Nord- und Mittelamerika stammenden Schildkröten gehören zu den Landschildkröten, auch wenn sie sehr gut und gerne schwimmen. Wenn die Dosenschildkröte als Haustier gehalten wird, muss daher darauf geachtet werden, dass ausreichend Möglichkeiten, die Zeit im Wasser zu verbringen, geboten sind.
Ansonsten müssen auch sandige Bereiche zur Verfügung gestellt werden, da die Schildkröte gerne einen großen Teil der Zeit im Sand vergraben verbringt. Hier bietet sich die Anbringung einer Wärmelampe an, damit dieser Platz stets angenehm erwärmt ist. Dosenschildkröten gelten als Allesfresser. Sie bevorzugen in jungen Jahren eine gemischte Kost aus Würmern, Schnecken, Gemüse und Obst. In fortgeschrittenen Jahren wird jedoch der Bedarf an fleischiger Nahrung immer stärker. Eine starke Bindung zum Menschen wird nur sehr selten aufgebaut. Generell gilt die Dosenschildkröte als eigenständig und muss nicht den ganzen Tag beaufsichtigt und unterhalten werden. Der Chinchilla. Lange Zeit wurden Chinchillas vor allem aufgrund ihres weichen Fells für die Pelzindustrie gezüchtet. Doch die kuscheligen Tiere gewannen bald an Beliebtheit als Haustiere. Noch bevor du dir einen Chinchilla zulegst, solltest du beachten, dass es sich bei ihnen um anspruchsvolle Tiere handelt. Ursprünglich kommen diese kleinen Nager aus Südamerika. Dort leben sie in Gruppen von bis zu 100 Tieren. Deswegen darf ein Chinchilla niemals alleine gehalten werden. Am besten bietet sich eine kleine Gruppe von 3 bis 4 Exemplaren an. Sie werden meist in größeren Käfigen gehalten, lieben es jedoch auch Auslauf durch die gesamte Wohnung zu bekommen. Da sie jedoch alles anknabbern, was sie in ihre Pfoten bekommen, müssen sie stetig beaufsichtigt werden. Aus dem gleichen Grund sollte die Einrichtung des Käfigs aus Holz gefertigt werden. Besonders wichtig ist auch, dass eine große Schüssel mit Sand zur Verfügung gestellt wird, denn Chinchillas reinigen sich durch ein ausgiebiges Sandbad. Das Füttern ist generell auch recht einfach. Es gibt im Fachhandel spezielle für Chinchillas entwickelte Futtermischungen. Zusätzlich muss stets Heu zugefüttert werden. Als Belohnung werden gerne getrocknete Obstchips gegeben. Wenn du dich intensiv mit deinen Chinchillas beschäftigst, werden sie wahrscheinlich eine stärkere Beziehung mit dir eingehen und sich stets darüber freuen, wenn sie zum Kuscheln zu dir kommen dürfen. Der Wüstenfuchs. Diese kleine, auch Fennec genannte Gattung der Wildhunde stammt ursprünglich aus dem Norden Afrikas. Mit ihren kleinen Pfoten und großen Ohren sind sie perfekt an die Bedingungen in Sandwüsten angepasst. Im 20. Jahrhundert setzte der Tourismus in diesen Gebieten immer stärker ein. In diesem Zuge wurden viele der Füchse gefangen, sodass nun auch in Europa und vor allem in den USA zahlreiche Zuchtprogramme existieren, die die Wüstenfüchse auch als Haustiere anbieten. Ihre große Beliebtheit erklärt sich nicht nur aufgrund ihres niedlichen Äußeren, sondern auch, da sie sehr sozial, anhänglich und verspielt sind. Auf dem Speiseplan der Tiere stehen primär Insekten, Echsen, kleine Vögel und Nagetiere. Ergänzt wird die Nahrung mit etwas Früchten und Pflanzenknollen. Wenn du einen Fennekfuchs als Haustier halten willst, solltest du zwingend über einen Garten verfügen, in welchem du einen kleinen unterirdischen Bau für deinen Liebling anlegen kannst. Du musst dabei darauf achten, dass dein Zaun ausreichend hoch ist und tief in der Erde verankert ist. Denn diese Füchse können sehr gut graben und klettern und gelten als regelrechte Ausbrecherkönige. Die Serval-Katze. Katzen als Haustiere sind ja eigentlich nicht als exotisch zu bezeichnen. Gänzlich anders sieht es bei der Serval-Katze aus. Denn bei diesem Tier handelt es sich um eine Kreuzung aus einer Haus- und einer Wildkatze, welche in Afrika beheimatet ist. Ihr Fell weist eine charakteristische Zeichnung mit vielen Flecken auf. Große Aufmerksamkeit haben die Katzen durch Justin Bieber erhalten, als dieser auf Instagram zahlreiche Bilder seiner beiden Servals postete. Die Tiere können aus dem Stand bis zu 2 Meter hoch springen, können eine starke Beziehung zu dem Menschen aufbauen und gelten als regelrechte Kletterkünstler. Die Haltung von Servals ist grundsätzlich erlaubt, wird jedoch von Tierschützern und Wissenschaftlern als grenzwertig angesehen. Denn einerseits ist es schwierig, die Tiere vollkommen artgerecht zu halten, andererseits könnten Servals zu massiven Beeinträchtigungen im heimischen Ökosystem sorgen, da sie deutlich größere Beute jagen können als die heimischen Hauskatzen. Dementsprechend sollte eine Anschaffung einer Servalkatze als Haustier sehr gut überlegt werden. Das Wasserschwein. Aus der Familie der Meerschweinchen stammen die Capybaras genannten Wasserschweine. Außer der biologischen Zugehörigkeit haben diese beiden Tierrassen jedoch wenig gemein. Denn die Wasserschweine können bis zu 75 Kilogramm auf die Waage bringen. Sie sind perfekt für ein Leben auf Land und im Wasser angepasst. Sie gelten als sehr friedlich und können sich mit beinahe allen Tieren sehr gut anfreunden. Sie können auch eine stärkere Bindung zum Menschen aufbauen. Durch ihr niedliches Äußeres und das exotische Aussehen sind sie zurzeit sehr beliebt in den sozialen Netzwerken. Bei der Haltung ist darauf zu achten, dass Wasserschweine nie alleine gehalten werden dürfen. Sie benötigen ein Heim mit viel Auslauf und Schwimmmöglichkeiten. Bei kälteren Temperaturen müssen sie in einem beheizten Raum gehalten werden. Wenn du diese etwas schwierigen Bedingungen erfüllen kannst, kann es ein Capybara sehr gut bei dir haben. Gefüttert wird ausschließlich vegetarisch, wobei auf eine ausreichende Zufuhr von Vitamin C zu achten ist. Die Liste der süßesten exotischen Tierarten ist vielfältig und reicht von kleinen Krebsen bis hin zu atemberaubend schönen Katzenarten. Viele dieser Tiere können einfach gehalten werden, andere benötigen intensivere Vorbereitungen und ausreichend Platz.
Wenn du auch eines dieser exotischen Tiere als Haustier halten möchtest, solltest du dich entsprechend weiter informieren, damit deine zukünftigen Lieblinge auch perfekt artgerecht gehalten werden können. Denn eines ist klar, Haustiere sind Partner fürs Leben und sollten nicht nur aufgrund ihres Äußeres zum Herzeigen gehalten werden. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es uns gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder. Ciao!